So, das kann losgehen. Gleich mal hier vorne. So. Schon sehen, worauf das hinausläuft. Ich wollte mir heute ein paar Kartoffeln mitnehmen und ich hoffe, dass der Boden mitmacht. Denn ja, es war sehr kalt, aber meine Hoffnung sagt, ich soll da mal beigehen und einfach mal probieren, ob ich ein paar Kartoffeln finde, denn ich brauche ein paar Kartoffeln zu Hause. Ein Teil der Ernte wurde leider wieder geklaut, Rosenkohl ist weg und somit muss ich klarkommen mit dem, was da ist. Das wollte ich eigentlich auch mitnehmen. Hier vorne hoffe ich auf Kartoffeln. Was fehlt mir noch? Handschuhe und ja, die Grabegabel. Handschuhe und die Grabegabel. So in der Art. So, und hier unten hoffe ich noch auf ein paar Kartoffeln. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit rum waren. Ob vielleicht nur noch da was ist. Aber hier liegt Laub und hier hoffe ich noch auf Kartoffeln. Schauen wir mal. Gehen wir doch hier einmal bei, direkt hier vorne. Mal gucken. Auf jeden Fall jede Menge Beikraut bzw. Pflänzchen, die da so wachsen wollen. Gerade, das tut mir ja leid. Aber in die Erde muss ich ran, wenn da was ist. Oh, da habe ich doch was gesehen. Nee. Alles Schnee. Okay, hier scheint das schon gelichtet. Doch, da ist doch was. Da mal eine Kartoffel. Wollen wir ein bisschen weiter gucken. Ja, dann mache ich mir hier doch noch mal ein bisschen Platz. Und gehe noch mal ein bisschen in die Richtung. Auf jeden Fall gibt es hier Mini-Kartoffeln. Natürlich auf mehr als das bisschen jetzt gerade. Hätte ich mir mal merken sollen, bis wo wir waren. Vielleicht mache ich tatsächlich doppelte Arbeit. Hier kommt nichts rum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was kommt. Deswegen werde ich mich mal in die Richtung aufwagen. Da ist nichts. Schauen wir mal hier. Oh ja, da kommt was. Oh, hier fangen die dunklen Kartoffeln an, die schwarzen. Oh, das gefällt mir schon besser. Auch nur so ein paar. Viel brauche ich dann gar nicht. Vielleicht so für zwei Mahlzeiten. Auf jeden Fall könnt ihr sehen, dass man die Kartoffeln noch ganz bequem bis ins Frühjahr rein letztendlich aus eigener Erfahrung noch ernten kann. Ja, muss man halt gucken, wie das Wetter so läuft. Demnach kann man das dann. Oh, da. Also viele brauche ich nicht mehr. Vielleicht noch einen Schwung.
Das sieht doch schon ganz gut aus. Stein. Ich schwören kann, dass ich da noch was gesehen habe. Da so eine. Ja. So richtig gründlich war ich nicht. Das ist auch okay so. Schön. So, einmal damit ihr das auch noch mal gesehen habt. Ja, die habe ich da gerade rausgeholt. So viel ungründlich und tief und so war ich nicht unterwegs und mehr brauche ich jetzt erstmal für zu Hause nicht. Wunderbar. So. Ja, den Stuhl soll ich mitkriegen. Den möchte ich aber ein bisschen weicher betten, muss ich sagen. So, das werde ich brauchen. Kommt sowieso in die Wäsche. Die brauche ich jetzt mal eben nicht mehr. So, ich soll nämlich mit der Schubkarre nach Hause. Ich bin zu Fuß hier. Ich soll den Stuhl mit haben, denn zu Hause gibt es noch ein Bananenpflänzchen. Die Fensterbank soll frei. Der Eimer kommt auch nicht ohne Grund mit. Denn ich werde zu Hause bald anfangen mit der Anzucht. Ich werde mich da auch nach dem Neumond richten, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Und ja, werde mal gucken, was bei rauskommt. Ich weiß, andere haben das auch probiert, das wieder sein lassen. Aber ich bin ja der Natur so viel näher, dass ich das mal ausprobieren möchte. In bestimmten Rhythmen. Irgendwie ist das hier nicht so schön gerade. Ah ja, machen wir mal so. Au! Oh, das gefällt mir viel besser. Ja, eigentlich wollte ich noch mehr mitnehmen. Ja, aber da machen wir was anderes weiter. Ich will ein bisschen auf die Fensterbank ein bisschen was vorziehen, wie gerade angesprochen, ein bisschen nach dem Mond. Und ja, Neumond beginnt, meine ich, am Sonntag. Und da wollte ich die ersten Sachen aussehen auf meiner Fensterbank. Das wartet dann zu Hause auf mich. Dafür brauche ich auch noch ein paar Sachen aus dem Garten. Muss ich mir noch hier und da besorgen. Und dann kann es auch da losgehen. Das betrifft so Gemüse. Wenn man da wohl bei Blumenzwiebeln etc. beigeht, dann geht es wohl um den abnehmenden Vollmond. Handelt sich um so Sachen wie Physalis etc. Ne? Also es geht jetzt noch nicht um die Tomaten, das geht erst im März los. Es wird auch alles Piano sein, alles möglichst einfach. 2023 soll für mich auf jeden Fall ganz anders sein. Lernen aus den Erfahrungen aus dem letzten oder den vorigen Jahren. Die letzten zwei Jahre war ja das zweite Halbjahr eher brach, wenn ich mich richtig erinnere. Letztes Jahr liefen ein paar Sachen schief. Das spüre ich ganz deutlich jetzt im Winter. Rosenkohl wurde ja auch geklaut, das fehlt mir definitiv auch. Ein paar wachsen aber nach, deswegen versuche ich beim Haben zu bleiben, nicht zu ärgern. Da ist noch was kaputt gegangen. Hier war definitiv jemand da und da wartet einiges auf mich und mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ich bin froh, dass heute der erste Fuß mal wieder in der Tür ist und das weitergehen kann. Jetzt mit der Schubkarre nach Hause. Ja, da soll auch nachher von dort wieder was hierher. Deswegen auch zu Fuß die Sache. Und für alle Neuankömmlinge hier und vor allen Dingen für alle, die da irgendwie neu anfangen, möchte ich auch so ein bisschen begleitend das wieder machen. Auch wenn es davon in Hülle und Fülle Sachen gibt. Ich möchte ein bisschen ausbrechen aus dem Ganzen. Bei mir läuft das sowieso ein bisschen anders. Hab gemerkt, die unterschiedlichen Bedingungen, Klimaverhältnisse bei uns ja, beeinflussen das Wachsen von Gemüse auf unterschiedlichste Art und Weise. Und das werde ich mit euch teilen, meine Erfahrungen dann wieder weitergeben. Zaungäste, bin völlig rausgekommen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ich möchte euch mitnehmen dieses Jahr. Es ist ja deutlich wichtiger geworden, sich selbst zu versorgen, auf jeden Fall anzufangen. Das ist nicht nur gut für euren Magen, sondern auch letztendlich gut für eure Seele, da etwas zu tun, in Bewegung zu sein. Das ist das Beste, was ich euch weitergeben kann aus eigener Erfahrung. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars und weg.